In vielen Beteiligungsprojekten ist es üblich, dass die Jugendlichen auch selbst Fotos oder Videos produzieren. Sie möchten ihre Medienprodukte gern selbst haben und via Messenger verschicken. Was muss man beachten? In einem Feriencamp wurden jetzt verschiedenste digitale Produkte mit den Kindern und Jugendlichen erstellt, zum Beispiel ein Film oder Fotokollagen. Dann sind diese dann eigentlich mit WhatsApp-Messengern zu teilen, ist das erlaubt? Und nehmen wir mal an, die Kontaktlisten dort in diesem WhatsApp-Messenger sind datenschutzkonform eingestellt worden, dann ist es tatsächlich erstmal so, dass man einerseits mit den Jugendlichen kritisch reflektieren kann, wollt ihr, dass in dem Messenger diese Daten, diese Bilder, diese Videos geteilt werden, weil letztlich dann das ja auch einen gewissen Kontrollverlust mitunter bedeutet, nachzuvollziehen, wohin fließen diese Bilder. Also eine klassische medienpädagogische Arbeit eigentlich. Und dann ist wiederum die Frage, wie ist das urheberrechtlich geklärt? Gab es vorher mit den Kindern und den Jugendlichen irgendwie eine Vereinbarung darüber, wer das Recht an diesem künstlerischen Produkt hatte? Ich halte es erstmal für den schöneren Weg, solche Produkte, die in Beteiligungsverfahren, in digitalen Beteiligungsverfahren, auf Veranstaltungen entstehen, in einem Speicher zur Verfügung zu stellen, vielleicht einen OnCloud-Speicher auf der eigenen Webseite, um darüber eben diese Produkte den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Das ist erstmal der Datenschutz. Eine rechtliche schönere Weg, weil dann wirklich nur an eine gewisse Zielgruppe ausgegeben wird über einen sicheren Kanal, dass dann vielleicht die Jugendlichen selber anfangen, Bilder, Videos über WhatsApp zu teilen in selbst erstellten Gruppen. Das kann sehr gut passieren. Das ist dann aber nicht mehr die Verantwortung der Träger, der Vereine, von Akteuren in der Jugendbeteiligung.